5 Uhr morgens, wenige Kilometer vor der Isla Isabel im Golf von Kalifornien. Der Meeresbiologe Jacques-Yves Cousteau nannte die Region einmal das Aquarium der Welt. Wir hängen von der Insel ab. Meine Frau, mein Sohn und ich, meine ganze Familie. Es ist ein Reichtum, diese Insel. Es gibt Gutes und Schlechtes, wie im wahren Leben auch. Aber wir leben mit ihr. Sie kommen vom über 60 Kilometer entfernten Festland. Wenn Sie auf Ihrer Tour sind, übernachten Sie auch auf der Insel. Durch den kommerziellen Fischfang und durch unsere kleinen Fischerboote natürlich auch, wird der Fischfang immer schwieriger. Früher hatten wir 2, 3 Netze, jetzt bringen wir schon 5 Netze mit. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs. Seit 15 Jahren ist sie offizielles Schutzgebiet. Ihre Artenvielfalt ist weit über die Grenzen Mexikos bekannt. Zehntausende Seevögel leben hier auf gerade einmal 1 Quadratkilometer. Die Forscher der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit wollen gemeinsam mit der mexikanischen Nationalparkbehörde CONAMP jetzt auch das Meeresgebiet rund um die Insel herum schützen. Hier gibt es einen großen Reichtum an Fischen aus der ganzen Region. Das Interessante ist, dass hier Meeresströmungen, zum Beispiel vom Golf aus Kalifornien, und der tropische Strom aus Costa Rica und anderen Ländern ankommen. Das ist einzigartig für die Entwicklung der biologischen Vielfalt. Die ist hier längst nicht mehr überall intakt. Die Wissenschaftler würden das Fischen in unmittelbarer Nähe zur Insel gerne ganz verbieten. Um neue Lebewesen anzulocken, haben die Biologen erst vor wenigen Wochen künstliche Riffs angelegt. Beim Tauchgang prüfen sie, ob sich das gelohnt hat. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Es entwickelt sich gut. Es sind neue Algen da, viel mehr verschiedene Fische als in der Nachbarzone, in der nur Sand ist. Also unser Ziel wäre damit erreicht. Plötzlich Besuch von einem Walhai. Die Region rund um die Insel ist ein wichtiger Futterplatz für ihn. Und er für die Wissenschaftler ein spannendes Objekt. In Mexiko, no en todas partes se observan tiburones ballenas. In Mexiko gibt es natürlich Walhaie. Gegenüber von Nayarit kann man sie beobachten. Diese haben wir dort schon gesehen. Wir haben sie erkannt, weil sie bestimmte Markierungen haben, zum Beispiel in der Bucht von Los Angeles. Sie sind bis hierher gewandert. Über diese Wanderbewegungen der Tiere wissen wir wenig, aber wir beobachten das jetzt, um noch mehr zu erfahren. Die Vögel haben keine natürlichen Feinde. Gegenüber den wenigen Menschen, die hierher kommen, sind sie fast schon zutraulich. Tölpel- und Fregattvögel ziehen ihren Nachwuchs hier groß. Nahrung finden sie auf der Insel selbst und in der Uferzone. Der Nationalparkdirektor kämpft seit Jahren dafür, dass sich die kommerzielle Fischfangindustrie von der Isla Isabel fernhält. Der Schutz allein der Insel reicht nicht. Wir müssen auch die Meereszone drumherum schützen, damit das Leben auf der Insel weitergeht. Wir müssen den Fischbestand bewahren, damit die Vögel sich auch weiter davon ernähren können. Auch die Fischer sollen natürlich genug haben und ihren Fischfang noch verbessern. Die Wissenschaftler arbeiten eng mit den Fischern zusammen. Auch sie sind inzwischen davon überzeugt, die unmittelbare Umgebung der Insel zu schützen.
Ich denke, es muss unsere Motivation sein, dass wir das hier, also die Fischerei, auch für unsere nachfolgende Generation erhalten. Mein Sohn fragt mich jetzt schon, und ich will, dass er auch einmal Fischer sein kann. Wenn einer hier gehen muss, müssen wir alle weg. Sollten die Vögel irgendwann keine Nahrung mehr finden, dann sind auch sie weg.